Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem neuen Newsblog auf Brücken und so. Heute geht es um den neuen Criminal Activity Pack, der sich in Battlefield Hardline zeigen wird. Erstmal, was ist der Criminal Activity Pack? Das wird der allererste Patch in Battlefield Hardline sein, wo neue Inhalte freigegeben werden. Dieser Patch wird beinhalten 4 neue Karten namens Backwoods, Code Blue, The Beat und Black Friday. Außerdem wird es 2 neue Fahrzeuge, ein neues Gadget, 3 neue Waffen, 2 neue Munitionstypen für bestimmte Waffen, 6 Masken und den Kopfgeldjäger-Modus geben. Dieses Add-on wird im Juni für alle Premium-Besitzer von Battlefield Hardline zur Verfügung sein. Alle anderen Spieler müssen sich dennoch noch eine Weile gedulden. Ja, wenn ihr mal ein paar Infos dazu sehen wollt, beziehungsweise wie das ungefähr aussieht oder den Trailer halt, einfach mal in der Beschreibung vorbeischauen, da ist das alles verlinkt. Nun kommen wir zu dem spannendsten Punkt dieses Patches, und zwar den Kopfgeldjäger-Modus. Erstmal vorab, Kopfgeldjäger-Modus versteht man so wie Abschluss bestätigt bei Call of Duty. Nämlich begeisterte COD-Spieler kennen sicher den Modus Abschluss bestätigt. Für alle anderen hier eine kurze Erklärung. Ihr tötet im TDM-Stil die Gegner, aber damit der Kill zählt, müsst ihr die Marke, sprich in Militärshootern das Dogtag, aufgesammelt werden. Tut ihr das nicht, kann das andere Team den Kill ungültig machen, indem die dieses Dogtag einnehmen. Einen ziemlich ähnlichen Modus wird es nun auch bei Hardline geben. Dort trägt er allerdings den Namen Kopfgeldjäger. Passt auch besser in den Kontext. Damit ihr erfolgreich in dem Modus bestehen könnt, solltet ihr unbedingt als Team vorgehen und auch euch absprechen, wie ihr ausgerüstet seid. Hier entscheidet nämlich nicht nur die individuellen Klassen, sondern auch die Teamfähigkeit, die bei einigen Spielern leider sehr erbärmlich sind. Solche Modus wie Kopfgeldjäger sollen dafür sorgen, dass Einzelgänger und Ego-Namen bestraft werden und Teamplay belohnt wird. Auf jeden Fall können sich alle Battlefield Hardline-Spieler darüber freuen. Ja, Pros und Kontras, Pros. Ich liebe diesen Modus in Call of Duty und freue mich umso mehr, dass es in Hardline veröffentlicht wird. Contra, es ist erstmal nur für die Premium-Nutzer verfügbar, das heißt, ich selbst kann mir das dann noch nicht holen und muss mich noch eine Weile gedulden. Ich habe aber eh schon überlegt, ob ich mir denn jetzt Battlefield Hardline Premium kaufen soll oder nicht. Ich habe damals jetzt schon mal zu diesem Thema, ob das Sinn macht oder sinnlos ist, ein Video gemacht. Könnt ihr einfach mal in der Beschreibung vorbeischauen, da ist es verlinkt. Weitere Quellen sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich auch schon zu diesem Video, sollte ein kleiner Newsblock sein. Im Hintergrund habt ihr gerade ein Fail-Gameplay von mir gesehen, ich meine auf Golf von Oman. Nichts drüber denken, hatte ich jetzt nur noch hier zur Verfügung. Und ja, das war es dann zu diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ciao, Leute. Und natürlich abonnieren und kommentieren nicht vergessen, ne?